Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Psychologe, Paartherapeut und vieles mehr. Hamburg, Wohnau und in Berlin. Genau. So, es gibt wieder einen 20% Code auf all meine Kurse. Findet ihr auf liebeschiff.de die Kurse und der Code lautet Anfang 20. Also ohne Leerzeichen, alles groß geschrieben. Und genau. Da gibt es bis Sonntagabend 24 Uhr 20%. Genau. Und wollen auch noch mal sagen, wenn ihr das Buch noch nicht habt, kauft es euch unbedingt. Vom Opfer zum Gestalter. Ja, wie geht der Weg raus aus toxischen Beziehungen? Wenn ihr es schon habt, seid doch so nett und schreibt mir eine schöne Rezension auf Amazon. Kann auch kurz sein. Macht einen schlanken Fuß immer. Und genau. Und dann wollte ich auch mal einmal zeigen, haben wir die schönen Beutel. Hier steht drauf, das Universum macht keine Fehler. Dann haben wir noch, wo sind deine fucking Standards? Und noch ein Spruch, findet ihr auch auf Liebeschiff. Auf der Kursseite auch, wusste nicht, wo ich das sonst hinmachen soll. Super cooler Beutel, sehr schöne Details. Dazu gibt es einen 10-Euro-Gutschein noch mal, könnt ihr ein andermal verwenden für meine Kurse. Und es gibt diese tollen Aufkleber, das Universum macht keine Fehler. Wahre Liebe kennt keine Opposition. Ich weiß, es ist alles spielverkehrt, egal. Wo sind deine fucking Standards? Super schön gemacht, super nice. Von Aline mit Liebe verpackt und eine Autogrammkarte noch von mir. Also, super coole Sache. Gut, heute haben wir ein schönes Thema und zwar, ich bin vom Pluspol zum Minuspol geworden. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf liebeschiff.de. Hallo Christian, mein Name ist Ramontov. Ich komme aus der äußeren Mongolei und bin Anfang 40. Vielen Dank für deine sehr aufschlussreichen Videos. Ich würde dir gerne eine Frage stellen, aber zuvor eine kurze Einführung zu meiner Geschichte, um meine Frage verständlicher zu machen. Vor ein paar Jahren habe ich eine Dame kennengelernt, mich in sie verliebt. Doch es kam völlig anders, als ich es erhofft hatte. Wie allen hier, die hier sind. Zuerst wurde ich auf ein Podest gestellt, dann nur noch kritisiert und am Ende mehrmals abgeschossen. Ja, gut, fleißige Hörer meines Kanals kennen das ja schon, weniger fleißige Hörer. Der to berühmte toxische Kreislauf, Lovebombing, Kritik, Abschuss. Ist alles so einfach in der toxischen Welt. Dieses Toxische, dieses 3D, Täter, Opfer, toxisch, funktioniert nach super einfachen Regeln, wenn man die mal einmal verstanden hat. Es das heißt nicht, dass es immer leicht ist, aber ja, kann man eigentlich viele von meinen Klienten sagen, woher wusstest du denn, dass das passiert? Ja, weil es immer gleich abläuft, ne? Und weil man das eigentlich vorhersehen kann, was als nächstes passiert. Und dann so eine toxische Beziehung, die liegt vor einem wie so ein offenes Buch. Also man weiß genau, was als nächstes passiert und ist deprimierend, aber naja. So, ich versuchte jedes Mal die Beziehung zu retten, aber nach etlichen üblen Konditionierungen, völlig paranoiden Unterstellungen, emotionale Erpressung. Also die Männer, die bei mir waren, haben ja fast alle eine Frau. Ich will jetzt niemand antriggern mit diesen Themen, aber die, sag ich mal, emotional instabil, unaufgelöstes Borderline-Thema hat jetzt auch, jetzt, ich benutze diesen Begriff jetzt auch mal sehr breit. Wie gesagt, ich will jetzt nicht jemand, der jetzt diese Diagnose hat und hart an sich arbeitet, irgendwie in eine Ecke stellen, aber ist einfach so, dass die Männer zu mir kommen, hatten. Also bei den Männern ist das wirklich fast die identische Frau, könnte man sagen. Immer wieder, immer wieder. Das ist Wahnsinn. Also völlig paranoide Unterstellung, emotionale Erpressung und ewiger Schuldumkehr musste ich einsehen, dass die Konflikte nicht sachlicher gelöst werden konnten. Und so habe ich völlig verzweifelt das Handtuch geworfen. Good for you, würde ich mal sagen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da schiefgelaufen ist, bis ich mich erinnerte, dass sie mir einmal im Streit Gaslighting vorgeworfen hatte. Es ist für mich ein Rätsel, das habe ich auch lange gebraucht, das zu verstehen, dass gerade die Menschen, die selber sehr viele, sag ich jetzt mal, narzisstische Momente haben, oder sagen, Persönlichkeitszug, lassen wir was und vor, die viele narzisstische Momente haben, vielleicht auch, weil sie selbst verletzt sind, ich weiß es nicht, dass gerade die um sich werfen mit Gaslighting, Narzisst, du bist ein Narzisst, Danny, du bist der Narzisst, du machst Gaslighting, du machst dies, du machst jenes.
und selber ihre eigene Täterschaft nicht sehen. Es ist manchmal so schwer zu verstehen. Und ich meine, wir alle haben Schwierigkeiten. Also es ist schon schwierig genug zu sehen, wo man Opfer ist. Es ist aber noch viel schwieriger zu sehen, wo man Täter ist. Und da wird eigentlich überhaupt nicht oder ganz wenig drüber gesprochen in unserer Gesellschaft. Es ist immer nur, ich bin Opfer, ich bin Opfer, ich bin Opfer, ich bin Opfer. Ich kann das schon nicht mehr hören, ne? Und ja, und dann, also selber natürlich unbewusst in der Regel absolutes Täterverhalten an den Tag legen und dann zu sagen, ja, du machst Gaslighting. Das sind oft Projektionen, ne? Und bei Menschen, wie gesagt, die ein unaufgelöstes Thema haben mit dem, was man vielleicht sehr flapsig als Borderline manchmal kennzeichnet, ja, da gehört das eben alles dazu. Das weiß man ja auch. Projektionen, ein Wechsel von völlig abhängigem, co-abhängigem Verhalten zu manchmal sehr narzisstischem Verhalten. Und ich habe da ja schon sehr kontroverse Videos drüber gemacht, dass natürlich nicht jeder gleich ist. Es gibt Menschen, die in diese Richtung gehen, die ganz klar auf einer co-abhängigen Seite sind, aber es gibt leider auch Menschen, wo man sagen muss, ja, klar, das vielleicht passt es am ehesten in so eine Borderline-Richtung, aber mit, was ja auch bekannt ist, ist, in Amerika ist das ja die gleiche Cluster B, ganz klaren narzisstischen Anteilen, Momenten und ja, aber ich, auch das, also ist hier schon viel drin, werde ich in meinem Buch, was ich jetzt gerade schreibe, noch mehr thematisieren, weil es bringt nichts, immer wieder Menschen zu brandmarken als toxisch, sondern wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Was ist das in jedem von uns, diese Täter-Opfer, diese drei Ebenen? Wie können wir endlich da rauskommen? Weil das bringt nichts, immer auf einzelne Menschen zu gucken, weil jeder hat seine Historie, jeder hat seine scheiß Kindheit oder die Eltern hat eine scheiß Kindheit oder der Hund hat eine scheiß Kindheit, ich weiß es nicht. Aber wir müssen das in jedem von uns sehen und jeder muss in sich aufräumen und nicht immer so auf den anderen rumhacken und der wäre schon viel gewonnen. Ne? So, Gott, jetzt bin ich aber weit abgekommen, ne? Aber auch das wieder eine echt coole Mail, weil das geht gleich noch weiter. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, und so habe ich das recherchiert. Da öffneten sich mir die Augen und eine völlig neue Welt. Jetzt konnte ich die Dinge beim Namen nennen, was mir bei meiner Heilung sehr geholfen hat, aber ich stand noch ganz am Anfang. Nach etwa einem Jahr toxischen Liebeskummers hatte ich plötzlich das starke Verlangen nach Liebe und hatte so eine Dame, und so habe ich eine Dame kontaktiert, die ich von Weitem kannte. Sie hat mir ihre Telefonnummer gegeben und so haben wir miteinander geschrieben. Schon zu Beginn erzählte sie mir von ihrem angeblichen narzisstischen Ex-Freund und ich dachte, wenn sie das Opfer von Narzissten ist, kann sie ja selber kein Narzisst sein. Einer der größten, einer der fucking größten Irrtümer, kann ich euch sagen. Euch Männern und Frauen auch. Also, es ist mittlerweile so ein Standardwort geworden, sobald irgendwas schiefläuft. Auch teilweise einfach Männer, die einfach nur, vielleicht waren irgendwelche mit Narzissten zusammen, ich weiß es nicht, aber ich habe das so oft erlebt, dass einfach nur Männer eine Grenze gesetzt haben und haben gesagt, ich habe keinen Bock auf dein Verhalten oder ich habe keinen Bock, wie du bist oder ich habe keinen Bock, wie du dich benimmst oder ich habe einfach keine Lust mehr oder ich will einfach die Beziehung nicht mehr. Du bist ein Narzisst, bist ein Narzisst, bist ein Narzisst. Und keine Ahnung, wenn sie sich dann nicht melden, sind sie ein Narzisst. Wenn sie sich wieder melden, dann sind sie auch ein Narzisst. Und also können sie es eigentlich gar nicht richtig machen und sind einfach ein Narzisst. Einfach nur, weil sie nicht das gemacht haben, was die Frau will. Und ja, also ich wäre vorsichtig mittlerweile, weil ich denke, jemand, der bindungssicher ist, jemand, der eine bindungssichere Historie hat, wird sich da gar nicht so viel, dem wird das, weiß ich nicht. Der lebt nicht so in dieser Täter-Opfer-Welt, der lebt nicht so in dieser Aufklärerwelt von Narzissmus. Und weil das nie musste, weil er andere Menschen angezogen hat. Und ja, also und ein ausgeglichener Mensch wird weder davon ausgehen, dass andere immer nett sind, noch wird davon ausgehen, dass er nicht mal selber ein paar Schattenseiten hat. Und wird jemand nicht vorschnell irgendwie als Narzissten beschimpfen oder sagen, ich war nur mit Narzissten zusammen. Also das ist, aber wie die meisten Männer ist so wahrscheinlich ein Retterthema. Und kaum kommt eine Frau, die sagt, ich bin immer nur in Arschlöcher geraten, denkst du, ich kann sie retten, ich kann sie retten. Und wie gesagt, das ist gerade die emotional instabile Frauen, wird natürlich für instabile Männer genauso gelten, muss man ganz klar sagen, so.
Aber gut, ich rede auch so viel über Männer immer, aber jetzt auch mal, wenn man es mal andersrum sieht mit Frauen oder was du jetzt hier erlebt, was ich wirklich gesagt, ganz oft bei Männern höre, kann es durchaus sein, dass sie ein Match ist mit dir und diese Frau geht dann, ja, lebt ihren Schmerzkörper aus und geht vielleicht in eine narzisstische Richtung. Also bei dir gibt es vielleicht auch noch so einen Switch, das werden wir ja noch hören. Kann aber auch mit einem richtigen Narzissten ein Match haben und geht dann komplett in die co-abhängige Seite, ne? Und dann geht sie da raus, vielleicht war sie auch mit einem Narzissten zusammen, geht da raus und ja, vielleicht sagt sie sogar zu Recht, ich war mit Narzissten zusammen und trotzdem ist sie kein Lamm. Und vielleicht ist sie da mit dir, geht sie komplett in die narzisstische Rolle so, ne? Das ist, was ich ja auch hier ausführlich beschreibe, diese ganzen energetischen Anziehungspunkte, die man einfach verstehen muss und ja. Gut, aber man sollte immer seine eigenen Sprüche sauber halten. Man sollte immer davon ausgehen, dass man selber nicht so heilig ist, wie man vielleicht denkt. Und, boah, es ist heiß, es ist so heiß, ey. Und, ja, eigene Spielfläche sauber halten, das ist eigentlich immer so der beste Rat, wirklich, ey. So. Mir fiel dazu auf, dass ich mich bemühte, sie kennenzulernen, aber von ihr kam nichts. Na gut, ich hoffe, weiß nicht, ob du schon mal in Modul 1 nutzt den Code. dann weißt du, dass du solche Frauen nicht daten solltest. Nach etwa einer Woche, als ich nach etwa einer Woche nachfragte, meinte sie, das würde schon passen und eigentlich möchte sie keine Beziehung, nur Freundschaft. Okay. Fiel aus allen Wolken, zuerst habe ich das akzeptiert. Mach mal eine fucking Kurse oder lies den Liebescode, mein erstes Buch. Wenn du was anderes willst von einer Frau sollst du und Single bist, solltest du keine Freundschaft eingehen. Zuerst habe ich das akzeptiert, doch dann habe ich sie angebettelt, sich das noch einmal zu überlegen, wie ich zu meiner Schande zugeben muss, aber sie wollte nicht, weil sie mich angeblich beschützen wollte. Also bis hierhin kann ich verstehen, wenn sie weiß, boah, ich werde dir nicht gut tun, ist es ja nur fair, ne? Und diese Ausführung, die ich jetzt eben gesagt habe, ich kenne diese Frau jetzt nicht, weil das ist eine ganz nette Frau, aber ich wollte es mal so allgemein sagen, so, ne? Gut, zuerst habe ich nicht verstanden, was sie damit sagen wollte. Ja, wahrscheinlich genau das. Aber durch deine Dating-Übersetzung weiß ich jetzt, dass es so viel heißt wie, ich hätte sie eh nicht verdient. Naja, sie weiß, dass sie dich einfach nicht genug verknallt ist in dich und dass es dir nur wehtun wird. Ne? Ist eigentlich fair. Durch deine Videos weiß ich jetzt, dass sie von Anfang an wusste, dass sie keine Beziehung wollte, sondern nur Bestätigung von mir. Naja, jetzt muss man mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also wenn, was weiß ich, scheinbar fand sie sich gut genug, dass sie dachte, sie geht mal wieder auf ein Date. Dann hat sie gemerkt, der Vibe stimmt nicht. Dann denken wir vielleicht auch, machen wir noch ein zweites Date. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ist das jetzt zu wenig geschrieben, aber wenn das jetzt einfach so eine Paar-Date-Geschichte war, würde ich der Frau jetzt nichts Böses unterstellen. Dann hat sie einfach versucht, dich zu daten. Und ja. Hat er festgestellt, es passt nicht. Und da würde ich jetzt nicht gleich sagen, dass sie nur Bestätigung haben wollte. Das würde ich jetzt nicht sagen. So. Der Punkt ist aber der, dass mir dadurch aufgegangen ist, dass ich liebessüchtig bin. Okay, ist auch gut. Und so habe ich darüber recherchiert und auf deine Videos gestoßen und durfte erkennen, dass die Wurzel des Übels in mir liegt. Beziehungsweise in meiner Kindheit, weil meine Eltern beide nicht verfügbar waren. Ich erkannte, dass ich die Leere in meinem Herzen mit Liebe füllen wollte. Und deshalb Menschen hinterhergelaufen sind, die ebenfalls nicht verfügbar sind. Boah, das war schon. Großartige Erkenntnis. Jetzt arbeite ich an der Selbstliebe. Das heißt nicht die aufgeblasene Art. Ich schaffe mir ein nice geiles Leben. Nice geil schreibt man aber mit NAIS. Ich weiß, dass das die Rechtschreibkorrektur immer so. Das ist nice, NICE. Ach, ist auch völlig wurscht. Ich schaffe mir ein nice geiles Leben und setze Standards. Das heißt, was ich will, was ich nicht will. Sehr gut. Mein Problem ist, dass ich jetzt aber, dass ich einen Ekel vor weiteren Datings entwickelt habe. Ja, wenn man erstmal merkt, dass also sobald man seine Schwingungen anfängt zu heben, erträgt man diese toxischen Situationen einfach immer schlechter. Also man wird nicht breiter, dass man mehr aushalten kann. Man kann immer weniger aushalten, ist immer mehr, immer schneller abgefuckt und ja, ist halt so, ne? So ähnlich wie man Ekel vor irgendeiner Droge vielleicht entwickelt, die man nicht mehr nimmt, so. Und ich habe gemerkt, dass ich andere verletze, weil man mich verletzt hat und es ist mir völlig egal. Das ist natürlich nicht gut. Also ich sage ja immer, also mach das nicht. Also das ist, also da geht es ja auch schon viel drum und in meinem nächsten Buch noch viel mehr,
diese Täter-Opfer-Spirale, wo man eigentlich Opfer ist und dann zum Täter wird. Und das geht praktisch allen Menschen so auf irgendeine Art oder ging denen mal so. Und weil ich glaube, alle, die so, wo man sagt, das sind Narzissten, waren vielleicht selber mal Opfer auch. Und, oder auch nicht, oder es ist genetisch oder keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Aber macht das nicht. Eigene Sprüche sauber halten ist, vor allen Dingen, wenn man ein Minuspol ist, immer die erste Bürgerpflicht so, ne? Ich bin von einem Pluspol zum Minuspol geworden, das ist auch nicht die Lösung. Ich möchte nie wieder um Liebe betteln, aber ich möchte auch niemandem wehtun. Wie finde ich die goldene Mitte? Ja, ist natürlich eine gute Frage, aber also ich würde sagen, die eigene Spielfläche sauber halten ist immer das Allerwichtigste. Und ja, die Mitte ist genau da. Also das ist genau eigentlich den Weg, den ich propagiere, nicht mehr benutzt zu werden, aber auch nicht zu benutzen. So, ne? Das heißt, du solltest nicht, weil du denkst, ey, die Welt ist, weiß ich aber, kann es verstehen manchmal, ne? Dass man so denkt, die Welt ist eh scheiße, die Welt ist eh Dreck und macht eh jeder, was er will, man kommt sowieso nur unter die Räder, da bin ich lieber auf der Täterseite, kann ich total verstehen. Aber ist trotzdem natürlich trotzdem nicht gut, weil so kommen wir ja nicht weiter, ne? Und ja, der Mittelweg ist halt, glasklare Standards haben, sich nicht verbiegen. Nicht liebessüchtig irgendwelche Menschen hinterherbetteln und Beziehungen hinterherbetteln und aber auch nicht Englisch betteln, also kein Battle führen, also keinen Krieg mit anderen Leuten führen und selber fair sein, ne? Auch wenn andere zu dir nicht fair sein, sind, also dass du zum Beispiel ja, deinen eigenen Schmerzkörper zu versuchen aufzulösen. Gibt ja auch diesen Kurs von mir, Jenseits von Ego, Angst und Narzissmus oder dieser Hardcore-Bindungsängster-Kurs ist auch sehr geeignet. An deinem eigenen Schmerzkörper arbeiten und ja, und nicht, wenn du so total frustriert bist und denkst, Frauen sind eh alle gleich oder wurde auch schlecht behandelt, behandelt dich eben auch schlecht, dann würde ich, glaube ich, lieber nicht daten, dann würde ich, glaube ich, lieber erstmal runterkommen, genieß dein nice, geiles Leben, bis dein Herz wieder ein bisschen geöffnet ist und du schon glasklare Grenzen setzt und dich nicht verarschen lässt und aber auch. Du kannst ja auch sagen, du kannst, wenn du jetzt vielleicht auch keine Beziehung möchtest, weil du einfach keinen Bock mehr hast, kannst du ja auch sagen, hey, ja, wir können daten, aber ganz ehrlich, ich suche momentan nur seelenlosen Sex. Na, ich übertreibe jetzt, also ich suche nur, Sache ist doch, vielleicht suchst du auch Bestätigung, suche nur Bestätigung. Wenn, so, in dem Moment, wo man das sagt, ist alles nicht mehr so schlimm irgendwie, ne? Das ist immer nur, wenn es so heimlich ist, wenn man was anderes vorgibt, so, ne? Und ja, mach das und gib nichts anderes vor und erforsch mal, wer du eigentlich bist, weil du bist ja nicht dieser liebessüchtige Mann, du bist wahrscheinlich jemand ganz anderes mit ganz anderen Wünschen und das lernt man, das ist jetzt dieser spannende Weg, den du gehen darfst, wo du das lernst, ne? Wer du eigentlich bist irgendwie und was du eigentlich wirklich willst, ne? Und aber solange du Ekel vorm Dating hast, solltest du vielleicht nicht daten. Just saying. In diesem Sinne, kauft meine fucking Kurse, zieht euch den Code rein, bis es geht nicht mehr, kann man auch mehr was benutzen und wir werden es bald wiedersehen.